Okay. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Es ist nicht Donnerstag und wir berichten trotzdem heute an einem Montag. Und zwar Dienstag. an einem Dienstag ist Dienstag. ja mittlerweile. Ja, Montag oder Dienstag, das entscheidest du, Laura. Genau, also genau, wir berichten aufgrund des Videos von Cassandra. Und zwar hat uns das genauso geschockt wie ihr. Da sind wir uns, glaube ich, alle ganz einig. Wir haben das gestern in unserem Forum gelesen, dass Cassandra ganz viele Gründe hat aufzuhören. Es ist echt schade, dass es so gelaufen ist. Ja. Wir haben eigentlich empfunden, dass wir ein Team sind, wo wir alle Probleme auf den Tisch hauen, egal wann sie entstehen. Das Problem ist natürlich, dass wir alle über das Internet kommunizieren und uns nicht einfach mal an einen großen Tisch setzen können, wo da vielleicht irgendwie stille Erwartungen oder irgendwas entstanden ist, was andere vielleicht nicht mitbekommen haben. Also intern ist eigentlich alles okay. Wir suchen jetzt zwei neue Rosies. Das ist nicht so schlimm. Das wissen wir ja noch gar nicht. Ob wir Wie? zwei suchen. Vielleicht suchen wir ja nur eine. Und der Montag bleibt dann halt frei. Ja, okay. Also, es gibt einfach keine internen Probleme und macht euch keine Sorgen. Ich denke, wir werden weiterhin bestehen. Genau, macht Genau. euch keine Sorgen und ja. Also Ja, es noch einen war, schönen Tag. genau, und es war eigentlich immer schön mit dir, Cassandra. Schade, dass du so gegangen bist. Naja. Okay, Genau. das war's von uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hallo, ihr lieben Nosy Rosies. Ja, heute ist der Dienstag und unser heutiges Thema ist, wie gehe ich mit meiner Homosexualität, ups, mit meiner Homosexualität oder Bisexualität in der Öffentlichkeit um. Zuerst möchte ich aber noch was anderes anschneiden, und zwar habt ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt, dass Cassandra uns verlassen hat. Und ich kann euch nur sagen, dass ich am Sonntag aus allen Wolken gefallen bin, wo ich das Mail von Cassandra gelesen habe, wo sie dann angekündigt hat, dass sie am Montag ihr letztes Video machen wird. Ja, praktisch hat sie uns da vor vollendete Tatsachen gestellt. Also wir konnten ja gar nicht mehr richtig drauf reagieren. Es ist ihre Entscheidung und ich akzeptiere auch diese Entscheidung und ich wünsche ihr auch weiterhin alles Gute. Und ich gebe ihr recht, wenn man von etwas überzeugt ist, dass man es nicht mehr machen möchte, dann sollte man gehen. Ich wollte nur noch mal auf ein paar Punkte eingehen. Genau, erstens möchte ich nur mal klarstellen, es gibt keinen Zoff hinter den Kulissen von The Nosy Rosie. Es läuft alles so weiter wie gehabt. Nur, dass eben halt Cassandra jetzt nicht mehr dabei ist. Das werden euch nachher auch nochmal Jana und Mine bestätigen. Jen ist momentan ein bisschen im Stress und Hannah auch. Und Duni hat mir gesagt, sie möchte am Freitag noch was dazu sagen. Aber ja, wir wollen daraus auch kein großes Ding machen. Es ist nun mal so passiert. Was ich noch aufgreifen wollte, ist, dass sich Cassandra über die Unregelmäßigkeit der Videos beschwert hat. Ich kann nur sagen, dass wir uns für das Nosy Rosie Projekt in unserer Freizeit einsetzen. Und da wir ja auch noch einen Job oder ein Studium oder beides oder Familie oder Kinder oder was auch immer, ich meine, jedes Leben sieht anders aus und da kann es passieren, dass man eben mal eine Woche oder vielleicht sogar auch manchmal 2 Wochen keine Zeit findet, ein Video zu drehen. Weil man vielleicht manchmal nicht weiß, wo einem der Kopf steht. Und dann fällt das eben mal aus. Aber solange das nicht andauernd vorkommt, sehe ich darin kein Problem. Und ich bitte einfach um euer Verständnis da. Und der zweite Punkt, den ich einfach noch schnell ansprechen wollte, ist, dass wir anscheinend abogeil wären. Da sind wir ja auch irgendwo. Aber das liegt nicht daran, weil wir gucken wollen, boah, wir haben 1000 Abonnenten, Mann, geil, hey, ich fühle mich in meiner Persönlichkeit so bestätigt. Also so mit Sicherheit nicht. Also wir haben uns gefreut über die 1000 Abonnenten
Und warum? Weil das natürlich erstens mal die Reichweite von The Nosy Rosie anscheinend vergrößert. Also, dass wir damit mehr Leute in Deutschland und vielleicht auch Österreich und der Schweiz erreichen. Und dass das anscheinend Anklang findet und dass es eben anscheinend auch hilft, weil sonst würde man uns ja nicht abonnieren. Wir haben, glaube ich, noch niemanden gezwungen, unseren Channel zu abonnieren. Das ist ganz allein eure Sache. Wenn es euch nicht gefällt, dann abonniert uns nicht. Also dann solltet ihr uns nicht abonnieren, wenn wir euch gefallen oder wenn ihr in irgendeiner Weise Interesse an The Nosy Rosie habt, dann abonniert uns. Aber ich glaube nicht, dass wir, also wir würden niemals, und wir können erstens, zweitens auch nicht mal, wir können niemanden dazu zwingen, uns zu abonnieren. Ihr seid doch Herr eurer Sinne, oder? Noch eine Sache, dann ist Schluss. Die eine Sache fand ich noch, dass Cassandra wegen dem großen Altersunterschied geht. Das ist immer so ein Ding. Ich glaube, man sagt auch immer Respekt vorm Alter und so. Aber wenn jemand älter ist als jemand anders, muss das meiner Meinung nach noch lange nicht heißen, dass diese Person um einiges weiser ist oder dass diese Person auf einem ganz anderen Niveau ist oder was auch immer. Es kommt immer darauf an. Es kommt auf die Persönlichkeit drauf an. Es kommt darauf an, was man schon alles in seinem Leben mitgemacht hat. Also man sollte nicht immer nur auf Äußerlichkeiten gucken, wie eben jetzt zum Beispiel, wie alt man eben ist. Wir sind einfach unterschiedliche Persönlichkeiten und jeder ist anders. Logisch, dass der eine die Donnerstags-Rosie mag und der andere die Mittwochs-Rosie und weil wir sind so unterschiedlich. Das ist klar, dass wir nicht allen gleich gut gefallen. Also ich wünsche dir, Cassandra, alles Gute und ich danke dir auch, dass du mich anfangs so unterstützt hast mit deinen Videos und mit deinem Elan und so. Schade, dass das jetzt so enden musste, aber wenn es deine Entscheidung ist und das ist sie und du bist davon auch überzeugt, dann wünsche ich dir alles Gute. So, jetzt geht es aber hier weiter und zwar eben mit unserem Thema. Wie gehe ich mit meiner Homosexualität beziehungsweise Bisexualität um in der Öffentlichkeit? Und ja, da habe ich gedacht, nehmen wir doch mal unterschiedliche Situationen. Du bist auf der Straße mit deiner Freundin und du willst ihre Hand halten. Aber du fühlst da noch so ein bisschen so, oh, du denkst immer an die anderen Leute. Was denken die denn jetzt? Finden die das jetzt komisch? Ja, was denken die denn? Und oh, guck mal, der guckt schon wieder so. Also ich kann euch nur sagen, dass, also ich hatte das am Anfang auch ein bisschen. Ja, weil ich halt noch sehr unsicher da war und ja, muss ich erstmal daran an das auch irgendwie gewöhnen und man muss sich seinen Gefühlen sicher werden. Und wenn man das ist, dann hat man eigentlich nicht mehr so ein großes Problem damit. Zum Beispiel, wenn man sich unwohl fühlt, dann sieht man auch teilweise Sachen, die gar nicht auf einen selber bezogen sind. Zum Beispiel, wenn man denkt, ach, die gucken mich ja alle an, die starren mich alle an, erstens mal, vielleicht bildet man sich das komplett ein, dass sie einen anstarren, die gucken eigentlich ganz woanders hin. Also nicht ganz woanders hin, aber nicht direkt auf einen. Sie gucken einen an wegen was anderem, weil man vielleicht irgendwie eine pinke Jacke, grelle Jacke anhat oder weil ihm deine Jacke gefällt oder warum auch immer. Also ich meine, logisch ist es so, dass es für manche Leute auch ungewohnt ist, wenn sich zwei Frauen oder zwei Männer küssen, weil sie einfach damit noch nicht in Berührung gekommen sind. Das gibt's. Kann euch da einige Beispiele nennen und die sind dann erstmal ein bisschen perplex oder weiß auch nicht, vielleicht sogar geschockt oder verwundert oder was auch immer. Aber gerade
die sollten auch sehen, dass es was ganz Natürliches ist. Und wenn es für euch, und Liebe ist sehr natürlich, und man sollte das auch nach außen hin zeigen. Was ich aber nur finde, man sollte es nicht provozieren, also man sollte jetzt hier nicht, man sollte es nicht extra machen, sondern einfach, wenn ihr Lust habt, dann habt ihr Lust darauf, was auch immer, und dann macht ihr das. Und wenn ihr euch jetzt noch immer noch ein bisschen zögert und sagt, ja, ich kann das nicht so in der Öffentlichkeit, das wird kommen. Ihr müsst nur, ihr müsst wissen, ob ihr das wollt und wer ihr da seid. Ob ihr lesbisch oder bisexuell seid und ob ihr diejenige Person liebt. Und wenn ihr das wisst, dann habt ihr auch mit den ganzen anderen Problemen kein Problem mehr. Weil dann gibt es nur eine Antwort dafür, und zwar, dass ihr machen könnt, was ihr wollt. Ja, so ist das, finde ich. Jetzt die Frage an euch, habt ihr denn schon mal erlebt, dass andere komisch auf euch reagiert haben? Also wenn ihr jetzt auch nicht eure Freundin geküsst habt oder Händchen gehalten habt oder ja, fühlt ihr euch da bedroht durch die Blicke anderer? Und was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Schreibt mir das in die Kommentare. Schreibt mir das in die Kommentare und ich freue mich, eure Meinung zu lesen und vielleicht dann auch noch ein bisschen mit euch darüber zu diskutieren. So, macht's gut. Morgen kommt die Jen. Bis dann. Tschüss.